Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Yo, und natürlich habe ich es immer noch nicht geschafft, auf eure Kommentare zu antworten, aber ich habe jetzt dann nach dem Wochenende 3 Tage frei. Das heißt, genug Zeit zum Schreibseln und Philosophieren und was weiß ich. Ich lasse mir ja meistens immer irgendwas Dämliches einfallen. Ich versuche mich ja nicht nur in den Videos so etwas Mischugge zu geben, sondern, na, was heißt zu geben? Ich bin halt so, sondern in den Posts auch. Ist sicherlich auch schon rübergekommen bei euch. Warum erzähle ich euch das? Keine Ahnung, einfach so. Muss halt einfach ein bisschen Zeit überbrücken, bis ich so einen scheiß Redwood gefunden habe. Also ich habe es jetzt nochmal, ich habe eure Kommentare zwar gelesen, aber eben noch nicht drauf geschrieben, weil lesen geht halt immer einfach, auch mal bei der Arbeit oder so, in der Pause schnell. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann anfangen muss, so mordsmäßig viel zu schreiben, auf dem Handy ist es ein bisschen doof. Wenn ich ehrlich bin, aber ihr versteht das hoffentlich. Ja. Die Katja hat mich nochmal gefragt, warum zum Henker machst du dir Screenshots oder guckst du auf dem Handy nach diesem blöden, na, was war's, Twilight-Portal? Ich hab dir doch alles beschrieben. Ja, hast du. Ich hab mir den Post auch 5 Minuten vorher durchgelesen, aber ja. Wie es halt so ist bei mir, ne? Ich hab's schon wieder vergessen gehabt. Und das wusste ich und in sicherer Erwartung dessen habe ich dann einfach direkt schon mal vorgesorgt und mir das praktisch nochmal irgendwo auf dem Handy geöffnet. Ich kenne mich einfach, ne? Das ist so, wenn man dann mal 24 Jahre und, nee, warte mal, wie alt bin ich jetzt genau? Wenn man jetzt 24,5 Jahre mit sich selbst klarkommen muss, mit seinem eigenen Wahnsinn, mit seinem, ja, Dasein, dann kennt man sich halt irgendwann so ein bisschen, ne? Na, vielleicht noch ein bisschen flüchtig, aber wir nähern uns an. Also ich und ich. Das klingt jetzt schon wieder ein bisschen kaputt, ne? Naja, egal. Und interessant fand ich auch, dass ihr Bivorius zu laut empfandet bei der 200. Folge. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, ihr seid vielleicht bei meinem Woo zusammengezuckt. Weiß ich nicht. Also, vielleicht hatte ich wieder einen hörgeschädigten Modus an. Also, ich habe ja. Gerade wenn ich so am Zocken bin, habe ich ja meistens das TS ein bisschen lauter und habe da vielleicht nicht nachgeregelt. Ich habe es mir dann auch ehrlich gesagt danach nicht mehr großartig angehört, weil ich bin danach dann gleich ins Bett. Also praktisch hier nochmal schnell Tonspur verarbeiten, also meine eigene. Und dann hier zack, bumm, ab in die Render-Maschine und dann ins Bett. Vielleicht hätte ich das vorher mal checken sollen, ne? Ich habe es mir jetzt aber nochmal angehört. Ich fand es jetzt nicht so krass, aber wahrscheinlich bin ich schon so hörgeschädigt und bin es schon gewohnt, dass er ein bisschen lauter eingestellt ist. Naja, soll nicht wieder vorkommen, wird es aber wahrscheinlich trotzdem wieder, weil ich es wieder vergesse. Ihr kennt mich. No Brain. Low Brain. Und sonstiges Zeug. Ja. Trotzdem würde ich jetzt sagen, wäre es langsam mal echt an der Zeit. Dass wir diesen Drecks Redwood holen. Und ich hoffe natürlich auch, also das wäre echt traurig, weil du hast geschrieben hast, von wegen, hoffentlich findest du das Portal wieder. Also komm, es muss ja wohl drin sein. Ich habe ja extra hier 10 Millionen Markierungen. Alter, wo bin ich überhaupt? Gebt euch das mal, wie weit ich schon weg bin von meinem Ausgangspunkt. Irgendwo, wo Yo stand. Meteor, LOL-Turm, Portal. Felsspalt. Das ist, glaube ich, das Riesending, wo ich mal reingefallen bin. Yo, genau, also hier. Hier irgendwo muss dann der Ausgang wieder sein oder der Eingang in die andere Welt. Seht es, wie ihr wollt. Von welcher Seite man es betrachtet, ist eigentlich wurscht. Und ja. Dann hoffe ich doch einfach, dass sich das jetzt etwas schneller vorantut. Was ist das für einer? Ist das vielleicht einer? Ich sehe aber auch gerade, oh je, oh je. Jetzt sag nicht, ich habe keine Ersatzaxt. Oh, bitte nicht. Das ist wieder so peinlich. Muss ich meine craften. Problem ist einfach, dadurch, dass ich jetzt einmal so ein Riesending gefällt habe, ist natürlich die Axt schon wieder fast kaputt. Ist jetzt nicht so von Vorteil. Aber ich habe ja schon gesehen, hier gibt es einige Eisenvorkommen, also das sollte doch irgendwie machbar sein. Müsste ich mir halt nur schnell einen Ofen bauen. Holz gibt's ja genug. ja, mal schauen.
Aber ich habe jetzt eigentlich nicht vor, hier länger zu bleiben, auch wenn es eine coole Sache ist. Also hier könnte man sich häuslich auch noch mal ein bisschen niederlassen. Aber erstmal noch nicht. Erstmal lassen wir das noch sein. Eigentlich sollte das ja nur ein kurzer Ausflug werden und nicht irgendwie hier, keine Ahnung, ein Lebenswerk oder so. Wo ist jetzt der Riesenbaum? Ah, jetzt bin ich voll dran vorbeigescheppert. Glaubt ihr das? Ah, das ist doch auch wieder nicht, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, der ist schon gigantisch, ne? Aber ich glaube, der hat auch schon wieder die ungesunde Farbe da, die die anderen auch haben. Oh nee. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich nicht unten am Stamm direkt abhacke, dann fällt er nicht in sich zusammen. Ja, falsch gedacht. Immerhin habe ich jetzt genug Holz, um mir, ja, keine Ahnung, irgendwas zu craften. Okay. Steinmeer natürlich jetzt praktisch. Weil ohne Stein kein Ofen. Na, wer sagt's denn? Müssen wir halt den Turm annuckeln. Im Notfall. Ich hoffe nur, dass da keiner was dagegen hat, wenn ich da einen Turm ein bisschen abmontiere oder demontiere, auseinanderreiße. Alter, hellgrüne Wolle. Ja, ich weiß, ich wollte es aufheben, aber hey. Ich glaube, es gibt erstmal Wichtigeres als so ein Scheiß. Und warum hier immer so viele Blumen rumliegen? Wer hat denn die umgemäht? Ist hier einer mit dem Rasenmäher unterwegs gewesen oder was? Geht ja mal gar nicht. Ja, ich habe Magnetisierung an. Ja, stimmt, hat Katja auch erwähnt. Läuft. Soll ich mal wagen? Komm hier einfach mal die Kiste stehlen. Kohle! Und wir gehen wieder. Was ist das hier? Ah, ein ganz normales Skelett. Ach, wie süß. Zwei davon. Auch süß. Das krieg ich gerade noch hin. Alter, wo kommen denn die alle her? Von der Decke oder was ist da oben das Spawner? Wie scheiße ist das denn? Wo ist denn hier das Treppenhaus? Oder gibt es hier einen Aufzug? Weder noch. Zumindest raff ich es gerade nicht. Was ist das für eine blöde Konstruktion, ey? Alter. Naja, dann stibitz mal halt einfach mal ein bisschen was. So. Ja, verrottendes Fleisch, vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß es halt nicht, ob man aus bemoosten Pflasterstein überhaupt irgendwas machen kann. Glaub. Oh je, itzi-bitzi Spinne. Nehmen wir einfach mal hier so ein paar weg. Die, halt, der war wieder bemoost. Oh je. Oh je. Da fällt mir ein billiger Gag ein, der mir so spontan gerade durch den Kopf schießt. Also, was bekomme ich? Jetzt mal angenommen, in diesem Spiel gäbe es einen Hammer. Und ich würde die aus bemoosten Pflasterstein bauen. Was habe ich dann? Ein Mooshammer. Ja, okay, der war jetzt vielleicht nicht so besonders. Okay. Eine komplette Konstruktion aus Obsidian, öfter mal was Neues. Ich will da irgendwie nicht rein. Weiß ich nicht. Mag ich nicht. Nein. Das möchte ich nicht. Allerdings reichen die Steine jetzt? Wie viel brauche ich überhaupt für einen Ofen? Ich habe das schon lange. Alter, ich habe schon so lange keinen Ofen mehr gebaut, ist ganz ehrlich. Einen Ofen. Ja, okay. Ich brauche 8. Das heißt, fehlen noch. Scheiße, wo war ich? Hier. 3. Ich weiß halt nicht, ob das mit den Bemoosten klappt. Ich finde die eh hässlich, von daher. Na gut, dann kann ich jetzt nochmal umdrehen. Geil. Koordination for the win. Wenigstens genug Essen habe ich dabei. Wenigstens daran habe ich gedacht. Oder beziehungsweise, was heißt gedacht? Ich habe standardmäßig immer was zu essen dabei. Für den kleinen Hunger zwischendurch habe ich mir 33 Schweinesteaks eingepackt. Macht man so. Glaube ich. Vielleicht. Na dann. Achso, jetzt brauche ich erstmal so eine Crafting-Station. Lalalala. Ja, man könnte es natürlich auch Werkbank nennen. Für mich ist es eine Crafting-Station. Drufgeschisse. Geschissel, bissel, fissel. So. Dann basteln wir uns erstmal den. Alter, nicht dein Ernst. Fehlt noch ein Stein.
Einstein. Der ist bestimmt Albert. Okay, jetzt wird es aber richtig billig. Hashtag nicht lustig, Hashtag krampfhaft lustig sein, Hashtag, Hashtag. Hashtag, Hashtag finde ich gut. So, einen Öfen. Nein, nix Knopf. Stock. So, achso. Ich will hier schon wieder mit der Tür ins Haus fallen. Was brauche ich nochmal, um eine Eisenhacke herzustellen? Oder eine Eisenaxt? Richtig, Eisen. Aber immerhin alles andere hätten wir jetzt schon beisammen. Alter, was habe ich denn da für einen Dreck drin? Und nur Scheiße. Goldnugget, geil. Ja, ganz wichtig. Eichensetzling, auch sehr wichtig, ja. Boah, was sich hier für ein Dreck ansammelt, das ist nimmer normal. Da könntest du echt reinschlagen. Ektoplasma, Alter, wer braucht schon Ektoplasma? Bestimmt auch wieder für irgendwas gut, was ich noch nicht verstehe. Aber macht nichts, ich gewöhne mich dran. Diamanten habe ich ja auch zwei dabei zur Not, aber es fehlt halt noch einer für eine Axt. Brauchst ja immer drei für so ein Werkzeug. Eigentlich lustig, ne? Nur fürs Schwert brauchst du, glaube ich. Warte mal. Genau, fürs Schwert brauchst du nur zwei. Lustigerweise. Und das Werkzeug, was so gesehen nur ein Werkzeug ist, das ist irgendwie teurer. Aha. Jetzt mal im Ernst, ey. Wo sind diese Drecks-Redwoods? Du bist dir 100% sicher, dass du hier irgendwann mal einen gefunden hast. Ja, du hast ja geschrieben, ich glaub das ja, aber. So langsam ist das ja alles so ein bisschen trostlos. Wenn ich dieses Konsolendings öffne, sehe ich dann über eigentlich zufällig, was das für ein Baum ist. Nehmen wir mal die Map weg. Wie war das nochmal, wo man den Block sieht? Oder was für eine Einheit? Wisst ihr, was ich meine? Da guckst du das Ding an und dann steht da, keine Ahnung, Grassblock oder so. Oh. Joa. Ein Hase. Alter, jetzt hör aber auf. Ich verballere ja sinnlos Pfeile, das geht ja mal gar nicht. Ja, das war's bestimmt nicht. Gut, Konsole wieder aus. F1 war Screenshot, was war F2? Ne, F2 war Screenshot. F1 war, macht das komplette Interface weg. Naja. Von mir aus. Achso. Jetzt kann ich die Minimap hier wieder anmachen. Ne, ich finde es aber echt ein bisschen scheiße so. Ich finde hier gar nichts. Und vor allem immer diese heftigen Lag-Spikes hier, ne? Ich verstehe das gar nicht. Muss ich nachher nochmal schauen, mein Java ein bisschen hier auf Vordermann bringen oder so. Priorität hochsetzen. So, Lapis Lazuli, gibt es ja auch Eisen oder gibt es hier nur das komplizierte Zeug, was eh keiner braucht? Gehen wir mal vorsichtig rein. Linsen. Jetzt habe ich Hunger auf Linsen. Na, haha, wer sagt's denn? Wobei mir ein Block jetzt auch noch nicht so viel bringt, wenn ich ehrlich bin. Hättet ihr das gedacht? Toll, jetzt hänge ich hier im Zwielichtswald rum und suche sinnlos nach irgendwelchen Bäumen, ey. Wow, und fall fast sinnlos irgendwo in den Tod. Das wäre natürlich wortwörtlich der Tod, weil dann werde ich wahrscheinlich in meinem Haus spawnen und bis ich dann wirklich wieder hier hingescheppert bin, dann sind die 5 Minuten um, alles weg, für die Bumm aus, tschüss, tot. Projektabbruch. Ne, Quatsch. Aber deprimierend wäre es natürlich. Also ich werde jetzt mal hier Tante Google noch mal ein bisschen befragen. Weil das ist gerade echt ein bisschen deprimierend, hier sinnlos durch den Wald zu rennen und wirres Zeug zu sammeln. Mal wieder ein bisschen Progress und so wäre doch schön. Aber scheinbar will es nicht. Ich meine, in der normalen Welt muss es doch auch irgendwo was geben, aber da habe ich ja auch nichts gefunden bisher. Das ist echt strange. Naja, okay. Für heute lassen wir es gut sein. Wir gucken uns noch mal dieses schöne, was auch immer das ist, an.
Und lasst uns dann wirklich gut sein für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Und wenn ihr Tipps habt, ne, dann immer nur raus damit. Es ist ja so, wie gesagt, ich lese die Kommentare meistens dann immer gleich, aber fürs Antworten, da reicht es mir dann meistens zeitlich nicht, weil wenn ich dann heimkomme, dann, ja, dann nehme ich halt dann auf und ja, irgendwann geht man dann ins Bett, habe ich gehört. Wird überbewertet, ich weiß. Eigentlich bin ich immer dann müde, wenn ich arbeiten soll und bin wach, wenn ich schlafen soll, sozusagen. Irgendwie alles ein bisschen komisch. Naja, egal. Also, dann bis dann. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.